Ja, der Typ, den wir ausgeraubt haben. Genau der Typ. Ja, jetzt Der machen weiß wir auch, schon dass wir. Scheiß. Das dürfen wir, glaube ich, hier nicht. Wir haben den Aber wir Schlüssel, sollten auch wir fahren hier weg mit nicht dem Auto. Ja, Singer. länger bleiben wegen der Polizei. Singer, du nimmst den Ural. Wir haben ein paar Hast Dutzende gehört? Beute gefunden. Jo, der fährt aber bei euch mit. An der Sandmine sind gerade zwei Urals, die sich vollladen. Behalten Sie bis zur Verarbeitung verfolgen. Singer, fahrt dem mal nach. Oder ich bin's. Fahrt dem mal nach. Fahr ihm nach, aber der fährt zu Safe Zone bestimmt. Ich höre nix. Dann ziehen wir ihm den Ural auch noch ab. Ihr müsst da einen Langfunk reden, wenn ihr mit uns reden wollt. So, die waren alle draußen. Was? Wo habt ihr? An der Sandmine sind zwei Urals und nur zwei Leute. Wir können sie bis Okay, das dauert aber noch ein bisschen, verfolgen. Oder? Ja. Ja, wir verfolgen gerade den Ural, der den gecrashed hat und rauben den aus, wir haben ja den Schlüssel. Singer, gib mir. Der fährt nicht zu Safe Zone, schau mal, da ist er. War das derselbe Spacken wie vorhin, oder was? Ja. Nicht, dass der mich auch noch crasht. Gib mir einmal bitte den Schlüssel. Fährt er zu. Er ist auf dem Weg zur Safe Zone. Was für eine Pussy. War das der Typ, den ihr ausgeraubt habt, oder was? Richtig. Ja, yo. Ich wollte euch gerade funken, nur ich habe keinen Autofunk. Soweit ich in den Regeln ja gelesen habe, wenn ein Auto offen in der Safe Zone steht, dann dürfen wir es ja trotzdem klauen, oder? Wenn es offen ist, ja. Wir haben gemacht, ja den Schlüssel. Der ist uns mutwillig einfach reingefahren, das darf man nicht. Nee, macht es nicht. Mit dem Schlüssel klauen und so, das ist scheiße. Also Schlüssel haben wir schon, halt aber... Einfach, ja, okay. Also er ist halt jetzt mega salzig, aber mein Gott. Ja. Ja, die Sache ist die, wenn er halt jetzt, wenn wir einfach hinfahren und den LKW klauen, kann es auch einfach als Trolling gelten, weil wir ihn geklaut haben, ohne irgendwas zu sagen. Ja. Aber er steht gar nicht in der Safe Zone, also der ist irgendwo anders. Der fährt ja gerade hinten rum. Der ist da hinten an der Scheune. Der hat sie jetzt an der Scheune da halt hinten gepackt, also diesem Holzding da, wo die ganzen Stühle drin sitzen. Okay, das heißt, wo genau? Ich sehe ihn von hier. Ah ja, ich sehe ihn. Ja, er ist jetzt am ATM oder so, keine Ahnung. Ja, wir schauen den mal ein bisschen auf den. Wir schauen nochmal zurück zur Sandmine. Ja. In der Situation, wenn er jetzt nicht die Hände hochgetan hätte bei 3. Da kann ich doch nicht einfach ihn erschießen. Doch. Nein, 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 das ist auf gar keinen Fall. Vor allem, wenn ich die Hände hochnimmt, weil viele wissen auch einfach nicht, wie man die Hände sofort hochnimmt oder haben halt Panik. Ich würde einfach sagen, er sollte keine Sachen machen oder keine Scheiße bauen, wie eine Waffe ziehen oder rumrennen, weil dann würde er erschossen. Und wenn er stehen bleibt oder so. Aber vielleicht schreibt er eine Nachricht und das sehen wir halt nicht. Nee, macht nichts Übertriebenes. Also, ihr schießt ihn nicht, wenn ihr wirklich keinen triftigen Grund habt. Seid ihr da lieber so ein bisschen, so ein bisschen lockerer in der Hinsicht hin. Aber das kann wir könnten mein Auto mal. Die zwei Oral-Trucks sind immer noch an der Sandmine. Wo waren dein Auto jetzt nochmal? Beim Zement-Trailer noch irgendwo. Blämen. Da, jetzt sie. Ja, aber wir können ihn da ein bisschen stalken. Wo genau? Also, aber wir wollen ihn jetzt, glaube ich, nicht rechts. Außen, weil dagegen gibt es auch eine Regel. Also, wir dürfen ihn nicht unnötig provozieren oder so. Der ist uns reingefahren, mutwillig. Einfach komm, rübergezogen. Komm, scheiß doch drauf. Wir haben sein Geld abgefahren. Jetzt holen wir uns die nächsten an der Sandmine. Singer, wo? Kann uns mal am Arsch lenken. Wenn er uns hinterherfährt, dann ist er selber schuld. Ja, an der Sandmine, das macht aber jetzt doch keinen Sinn. Warte, ich mach kurz meinen Funk leiser. Ich mein Auto geparkt war. Wo ist denn die Sandverarbeitung? Ganz im Süden. Hinter dir, Rainer, jetzt. Warte, ich höre dich nicht. Ich hab jetzt meinen Funk leiser gestellt. So, was? Hinter uns, da wo mein Auto geparkt hat, erstmal. Da drüben war es doch geparkt. Da war es geparkt. Achso, ich hab dich da aus dem Gras rausgeholt, oder? Ja,
Irgendwo stand ich hier rum. Kann ich mir anzeigen, sehe ich, wo mein Auto steht? Nee, also du hast ein GPS geskillt. Wenn ich jetzt noch skill, sehe ich es auch, oder? Nö, ich glaube nicht. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist so wichtig. Bleib halt bei mir im Auto. Ja, dann haben wir halt ein Auto mehr. Ja, aber das ist halt eh so knallrot, das... Ja gut, dann lass stehen. Deswegen... Ist der Ural da immer noch? Oder ist der Spacken schon weg? Keine Ahnung, jetzt, wir haben gerade Singers Auto wieder gesucht. Habt ihr das Geld auch schon mal eingezahlt? Nee, haben wir nicht, aber es sind bloß 89.000. Was heißt denn nur? Also einfach schnelles Geld, Alter. Ja, ja, aber es müssen wir halt aufteilen. Also ich kann auch zur User Bank gehen. Scheiß drauf, also ich brauch's nicht. Wir können dann später mal irgendwas von dir gekauft kriegen, aber das scheint sein. Ab aufs ja, Gangkonto. Ja, dann schreibe ich das mal auf. Ja. Ja, wir können so eine Monatsabrechnung machen. Wir sammeln erstmal die ganze Zeit und dann irgendwann teilen wir auf. Ja, oder wir hauen das ins Gangkonto direkt rein. Ja, oder so. Ja, gibt's. Ja, Rainer, dann komm mal her. Wir fliegen nochmal zur Mine. Hey du, ne? Wie geht's? Passt alles. Ist toll. Irgendwas bei dir los? Jetzt ist er mal ausgeraubt wird und bist du ausgeraubt? Ja, am Steinhändler. Alles nett. Wir wurden auch vor kurzem ausgeraubt. Ja. Mit. Also die in den Ural von der Sandmine sind immer noch nicht in die Tüten gekommen. User joined your channel. Also die stehen auch noch an ihren Oralschrank, die sind nicht weg. Das war falsch. Das ist meine. Ja, hast du es gemacht, Singer? Ja. So, das war ich. Schaut denn der uns zur Schreckung? Nicht gut für den Rücken, was du hier treibst. Egal, passt schon. Ich hab alles repariert. Also gut, dankeschön. So, wen gehört den schönen Jeep? Keine Ahnung. Ja, das war doch meine, oder? Nee, das ist meine. Hä? Ich hab dein weggefahren, weil das hier. Ach so, sag halt Bescheid. Ach so, ich dachte, so eine abgeschleppt war. Recht dann. Der wollte hier schon Autos abschleppen. Okay. Hey! Sorry. Ja, ich wollte zum Passagier, sorry. Halt! Ja. Was? Das ist irgendwie halt. Doof, dass die uns nicht so weit hören. Dings, Tom! Nicht Tom, Peter! Oh, Peter, warte! Ich fahr doch gar nicht! Wer fährt denn da? Was denn? Hallo, ihr Wichser, holt mich jetzt mal ab! Bin hinter dir, Achtung! Oh, das war der eine! Wir kommen hinterher! Macht euch immer noch Stress, ja, oder was? Der ist wieder zur Schrott gefahren, Mann. Ja, aber dann kann man ihn echt als Trollen jetzt langsam. Oder wir machen ihm erst die richtig, die Hölle heiß. So, was soll das? Mit welchem Auto hat er ihn denn zusammengefahren? Hat er gesehen, wo der hingefahren? Habt ihr gesehen, wo der hingefahren ist? Mit welchem Auto hat er es denn? Ja, keins mehr jetzt. So, du darfst gleich nochmal die Hände hochnehmen. Ach, er hat sein. Er hat sein Ural zu Schrott gefahren, oder wie? Er hat mein Audi zu Schrott gefahren. Achtung, Medic. Brauchen Sie Hilfe? Nee, alles gut. Hilfe, Hilfe! Hilfe, rufen Sie die Polizei! Moment. Nee, keine Polizei! Medic! Keine Polizei! Jawohl, wenn sie die Waffe wegstecken, liegen gern. Ich brauch. Die Polizei, die
Komm, steig ein, die Bullen kommen. Die Bullen kommen, jetzt komm, steig ein. Das ist bloß eine Durchsage, die kommen nicht. Ach so. Ihr Affen. Die Polizei steht irgendwo weiter außerhalb vom Stadt und nimmt gerade einen anderen Wagen fest. Also da würde ich mir jetzt erstmal nicht so viel aussagen. Okay, nee, ich habe nur diese. Habe ich ihn jetzt bei Ihnen eingeladen? Okay. Dann war das dieser Peter. Danke. Ja, Junge, ihr habt. Willst du? Willst spazieren? Na gut, dann willst spazieren. Habt ihr ihn jetzt rausgemobbt oder was? Er ist jetzt hier drin bei uns. Habt ihr ihn eingeladen? Ja. Er sitzt bei uns im Auto. Ja, wir exekutieren den jetzt irgendwo. Irgendwo in der Pampa. Der ist freiwillig ins Auto. Ja, und du musst dir doch auffallen, David, dass der neben dir sitzt. Okay, warte, fahrt nicht da lang. Vor dir sitzt. Oder hinter euch ist ein schwarzes Auto. Das ist der andere. Das Problem ist, der steht schwarz-weißes Auto. Nee, Bullen, glaub. Ich sehe es nicht richtig. Ich könnte meinen Bugatti holen. Wo fährt ihr denn jetzt mit dem hin? Ja, sag du was an. Ich muss den exekutieren. Irgendwo eine Seife oder so. Ins Wasser laufen. Ja, irgendwie so eine Scheife. Irgend so was RP-mäßiges halt jetzt überlegen. Ja, wir treffen uns am Flugfeld. Oh mein Gott. Dann übernimmst du den Rest. Die Uraltrucks fahren jetzt zur Verarbeitung, wir merken uns das. Die sind gerade an euch vorbeigefahren. Jürgen? Ich hab's doch gar nicht gegenseitig vorgestellt, ja? Wer bist du? Wir fahren ihn zu dir und du übernimmst den Rest. Ach, wir schubsen ihn aus Medi! Ja! Sag, wo wir hin sollen. Kommt zu dem nördlichen Flugplatz da, ihr wisst schon, da links, da wo der Kopf. Okay, das aber schon. Okay, ja, okay. Kannst du die Koordinaten genau sagen? Ja, toll. Schaut doch aufs GPS, wo ich hinfliege, da in die Richtung. Schaut aufs GPS, wo ich hinfliege, ihr fahrt in die falsche Richtung. Ich wurde noch nie als Geisel genommen. Ich bin direkt daneben. Oh, bitte nimm mich als Geisel, bitte. Ich will schon als Geisel genommen werden. Geisel. Okay, ich komm. Ich fahr voraus, ich seh. Nee, Geisel, braucht's gar nicht. Haben wir nicht nötig. Dich aus Geisel haben wir nicht nötig. Und ich? Ja, die letzte Lieferung an Stuntman-Dummies kam. Oder? Eine Schießübungen. Aber Jungs, der ist schon gefesselt, oder? Jetzt. Oh, Peter. Ja, ist er. Er lässt dich einfach. Wir wissen auch noch nicht, wie es ausgeht. Also ich weiß, wie es ausgeht, aber... Ja, lass mich mal überraschen. Vielleicht machen wir jetzt auch einen Autounfall mit 250. Das wäre wahrscheinlich das Angenehmste für dich. Wir sind gleich gelandet. Wow! Warte noch kurz, ich muss noch Masken auf. Es lebt noch jeder, der Wahnsinn. Das war deine Fluchtmöglichkeit. Hä? Wie soll er denn da raus? Ja, keine Ahnung. Hätte er probieren können. Vielleicht durchs Fenster irgendwie fliegen. Wow! Ist halt doch Schweizer, oder? Ja. Also wir stehen jetzt hier in der Mitte vom Flugfeld und warten. Redet mal aus auf Schweizisch, bitte. Willkommen. Grüezi. Ich feier sowas. Tschüss? Ich feier. Ich feier sowas. Warum? Woher kommt das? Oh Gott, ist das geil. Schweizer sind Beste. Hast du das gewusst, dass wir Schweizer sind? Hätte ich euer Auto nicht geklaut. Wo wusstest du, dass wir Schweizer sind? Ja, diese Sprache, also wie ihr redet halt. Oh cool, Helikopter, yay! Fliegst du Helikopter? Ja, du darfst Helikopter fliegen. Ja? Yay, Helikopter! Und das ist eine kleine Rundtour. Yay! Wir kommen übrigens alle aus der Schweiz. Makrotron, Jungs. Ey, ich will raus hier. Los, out, will raus. Gehen, oder? Ja, mach mal. Heli fliegen. Ja, steck in den Heli.
ist er jetzt wieder drin? Wieso ist er wieder drin? Plan! Ich will auf jeden Fall hinfliegen, los! Nein, ich mach schon. Ach, jetzt, lol. Jungs, ich will Heli fliegen, auf geht's, lol. Warte, ich übernehme, okay? Okay. Bist glücklich, Heli fliegen. Heli fliegen, Heli fliegen. Ey, Helikopter rein, endlich. Komm mit mir, los, hopp. Ey, geil. Also ich finde, das könntest du jetzt schon ein bisschen ernsthafter nehmen. Warte, geh mal weg da vor mir. Ich mach schon mal Heli fliegen. Das ist schließlich ein RPS-Server, aber muss man ja keinem erzählen. Hey, warum geht es nicht? Weißt du, ihr müsst das ins Fahrzeug. So, wenn ihr sowas habt. Wenn ihr, oder mach mal, probier's mal am Heckrotor, leicht am Heckrotor. Vielleicht geht das dann. Weil es backt. Mach halt du mal die Tür auf. Nee, es geht normal so. Nee. Oder ihr müsst mit einsteigen, vielleicht geht das, probiert mal. Ich hab's, warte. Ja, warte. Ah. Ich hab ihn drin. Ja, das wäre, das war falsch. Das ist ein falscher Auto. Oh Mann! So eine Scheiße. Gleich mal, wo sind wir eigentlich? Jungs, muss das vielleicht da mit dem Schlüssel machen vom Heli. Also, ihr müsst es am Heckrotor machen. Heckrotor. Du musst auf den Heckrotor schauen und dann musst du den Schrein tun. Ich fahr mein Auto schnell weg. Fahr mir das andere Auto auch weg. Da muss auf jeden Fall eine Kombination schaffen, ins Fahrzeug. Ja, einer muss noch mitkommen. Moin. So, guten Tag erstmal. Was ist jetzt mit den anderen los eigentlich? Wo waren die beim Prozessen? Wo waren die anderen beim Prozessen? Gleich. Du bist ein Affe? Ein Affe sondersgleichen. Ja, wollt ihr nicht mitkommen? Ja, wobei doch. Also ich will mit. Wir können die Fotos vom Boden dann machen. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach, bis der Boden kommt. Er muss halt seine Angst irgendwie unterdrücken und das muss er durch Singen machen. Er kann jetzt nicht mehr singen, weil er ja. Anscheinend kann er doch reden. Leute, wohin geht's? Ein bisschen Sightseeing. Seht ihr uns noch? Ja, bleibt in der Nähe, dann können wir mit dem Fernglas zuschauen. Alter, Mann, wir können seht ihr uns noch? Ja. Zurück, kommt ein bisschen zurückgeflogen. Komm ein bisschen zurück, ein bisschen näher ans Ufer am besten. Alter! Willst du hier mit mir? Bring mich schon. Also? Nee. So, ich übernimm's, okay? Ja, erst recht nicht mit gefesselten Armen. Das wird schwierig. Also, auf Wiedersehen! Ja, wir sehen euch. Come on. Er fliegt! Und hui! Das ist doch RDM. Ja, aber doch, sehr schön eingeschlagen. Hast du eine B-Note? Das darf man doch nicht. Hat er noch was gesagt? Ja, aber schau mal, er klaut ein Auto von uns. Er fährt euch absichtlich rein. Und dann ist doch klar, dass wir sowas machen. Hat er gemeint oder wir? Ja, okay, keine Ahnung. Nein, aber Marlon hat gemeint, das ist RDM. Nee, ist es nicht. RDM ist ohne Roleplay. Wir haben ihn, Okay. Also er hat sich mit uns angelegt, dass er selber schuld ist, irgendwas stirbt. Okay. Ja, ich bin auch für eher offener zu regeln. Die Jungs, habt ihr überhaupt vorgewarnt, dass er Rolls war? Nö, als er es dann gecheckt hat, hat er ziemlich Angst gekriegt. Auf einmal hat es Klick gemacht. Er ist gerade rausgegangen. Er ist jetzt glatt getrennt. Ja, aber der stirbt jetzt. Ja, der ist disconnected, also. Okay, das der hat das glaube ich nicht ganz gerafft, als er eingeladen worden ist, dass wir ihn rausschmeißen.
Da hätte der mal... Nee.